Ce qu'on fait dans cette profession, c'est protéger le sabot du cheval et aider le cheval au déplacement. Für das muss man zuerst den Huf ausschneiden und nachher muss man den Sisel draufrichten, damit es schön passt, genau passt. Viele denken, ja, nur hinter einem Amboss, nur immer knutschen. Aber nein, das ist es nicht. Es ist viel mehr dahinter. Paarhufpflege bei allen Kühen, also pferdeähnliche Wesen. Die haben etwa alle gefragt, was? Das gibt's noch? Also, sie sind wirklich alles völlig perplex. Aber dann sage ich denen, ja, schaut hier, all die Rosse, sehen ihr die? Was meint ihr, wer beschlägt die alle? Ce qui est bien dans cette profession, c'est le contact avec les animaux et le contact avec les gens. Man muss nicht die ganze Zeit im Büro hocken und Dinge hinter dem Bildschirm setzen, das passt mir überhaupt nicht. Und ja, immer ein bisschen frische Luft sehen und es lustig haben mit den Kunden. Donc, pour faire cette profession, il faut aimer travailler dehors. Man muss können mit den Rossen umgehen, man muss können mit den Kunden umgehen. Mehr handwerklich geschickt, dass man die Werkzeuge und so Maschinen auch bedienen kann. Ohne dass es gefährlich wird. Ja, avoir aussi un peu de force physique. Ja. Muskeln braucht es natürlich auch, aber ich zum Beispiel bin ohne nichts gekommen. Ich bin ja wirklich nicht so der Breiteste. Und es geht auch so. Also. Man muss nicht gerade ein grosses Tier sein, es geht auch. Wenn man ein bisschen schmäler gebaut ist. Für Leute, die gerne mit Ross arbeiten und gerne noch handwerklich dabei sind, ist das sicher ein cooler Job.